Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Far Cry 5. Du hast sie regelrecht kastriert. Jetzt müssen sie vorsichtiger sein. Habe ich nicht das letzte Mal mit dem Heli geflogen? Weiter so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist eine Menge passiert. Ich hatte Nachprüfungen. Habe also lange nicht mehr gespielt. Auch wenn Dark Souls immer mal wieder rauskam. Was ich auch tonnenweise aufgenommen habe. Irgendwas sollte ich machen. Oh, Peaches! Meine Kleinen, ihr habt euch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Und ich wollte noch was verändern, an der Sache mit dem Let's Plays. Ich werde jetzt einfach mal eine andere Variante versuchen. Also meine eigene. Und zwar nicht alles mögliche aufzunehmen, weil das schnell mal langweilig werden kann. Sondern halt nur, naja, die wichtigsten Stellen, was witzig ist, was mir gut gelungen ist, würde ich mal sagen. Ansonsten, ja, sieht sich die ganze Sache immer so ganz, ganz lange. Ist natürlich ein Haufen Arbeit, aber ja, ich hoffe, das wird es wert sein. Also, wir werden sehen. Ich werde natürlich trotzdem weiterreden. Also, habe ich irgendeine Aufgabe gerade? Aufgaben, Aufgaben. Ach ja, mach mal das kaputt. Ich will das kaputt machen. Ich will das kaputt machen. 1000 Meter, das ist ein Klacks für mich. Kurz mal in den Heli steigen. Oh geil, ich habe zwei Tiere. Könnte ich? Ja. Schön realistisch. Steigen, okay. Sinken, ja. Das ist ja easy. Ja, easy. Hat mich niemand bemerkt. Meine Tierchen. Ja, Alter. Besser kann man sein Heli nicht tarnen. Ah ja, natürlich. Man braucht immer die neueste Smartwatch und Datenbrille. Außenpostenmeister. Mal schauen, ich habe keine Messer. Mal das, vielleicht haben die Hunde. Nee. Irgendeine die Musik ausmachen, das ist ja ekelhaft. Klar, Konsum bedeutet Kapitalismus. Ja, Smartwatch starten, Bruder. Als kleines Kind hier. Wer lesen will, kann es gerne anhalten. Ich bin nicht so der Leser. Ich stehe hier. Ich glaube, den könnte ich ausschalten ohne irgendwas. Bei dem weiß ich nicht, ob ich ihn einfach so. So. Drogen! Ja klar. Ich liebe es, die Fotos meiner Katzen hochzuladen. Sie sind sehr hübsch. Mal schauen, ob ich ein Bild einblende. Da ist noch einer, den ich noch nicht kenne. Drogen. Cool, der spielt doch gerade selbst mit dem Handy rum, oder nicht? Der folgt den Lehren nicht. Ich überlege gerade, wie ich das am schlausten anstelle. Okay, ich habe einen Plan. Was war denn das?
Der Plan ging super auf. Hammermäßig. Ja, ja. Wisst ihr? Versuch Nummer 2. Das müsste nicht mehr. Sauber. Kann ich ihn töten, ohne dass es Alarm gibt? Ach, ich nehme das schwere Geschütz. Hier sind mehr Leute, als ich gedacht habe. Die sind immer noch auf der Höhe. Der guckt mich einfach dumm an. Das sind ja echt viele Leute. Oh. Das will ich nicht, dass du Alarm schlägst. Easy. Ach, Stealthy-Modus aktiviert. Molotov Cocktail. Und der Bierle. Müsste das Zeug nicht noch stärker wirken, wenn ihr dann noch da ein Bier dazu gibt? Danke, dass du dich ums Gefängnis gekümmert hast. Ja, easy. Eine Patrouille hat gemeldet, dass sich im alten Saloon ein Zivilist versteckt. Als ich nachgesehen habe, war da nur ein leerer Raum voller Spritzen. Sah aus, als hätte jemand herumexperimentiert. Aaron Tweak. Wahrscheinlich hat er an Dingen experimentiert, die Leute zurückzubringen. Ist es Weed? Das ist das neue Weed. So grün. Karte. Gott, das. Dieses Grizzly Camper. Bla bla bla. Zu viel Text. Das war's oder was? Gibt's hier irgendeine Hauptmission oder so? Ich weiß nicht, ob. Das ist, glaube ich, keine Hauptmission. Wir wollen Hauptmission. Hier ist auch eine, aber die ist, glaube ich, in einem anderen Gebiet. Ja, anderes Gebiet. Das ist nur noch das letzte. Das letzte Gebiet. Hier gehen wir wieder zurück. Reisen. Wer bist du? Ach genau, ich liebe sie. Das war, glaube ich, die letzte Folge, an die ich mich noch erinnere. Das war es genau. Ach, die Statue. Oh, oh, die würde ich gerne in die Luft springen. Auch, also ich wäre gern nochmal da drauf. Ah, hier geht's hoch. Kletter, kletter, kletter. Lass dich nicht von Face ins Biss ziehen. Hey, entschuldige das von vorhin. War nicht cool. Das vor ein paar Monaten? Ich bin schwierig. Da kannst du jeden hier fragen. Aber ich arbeite dran. Also, Neustart. Willkommen. Unser Team hier wird dir gefallen. Alle sind stark und das müssen wir sein. Wegen dem, was da draußen los ist. Ich hoffe, Earl hat recht, was dich angeht. Wir alle versuchen herauszufinden, wie man Eden's Gate besiegen kann. Wenn du mich fragst, fängt alles mit Faith an. So nennt sie sich zumindest im Moment. Hast du diese riesige Statue auf dem Hügel gesehen? Natürlich hast du. Ist ja nicht zu übersehen. Der alte Joseph Seed. Der Vater. Faith hat dieses hässliche Ding von ihren Groupies für ihre Pilgerreise bauen lassen. Hast du sie gesehen? Diese armen Irren auf dem Weg zu dieser Statue? Mm-mm. Furchtbar. Wir müssen diese Statue abreißen, damit die Peggys wissen, dass ihr Vater kein verdammter Gott ist. Er ist nur ein Mensch. Was meinst du, Rookie? Mach ein schönes, großes Loch in das Ding. Ja, easy. Warum nur? Ich find's praktisch, dass da immer wieder der Heli steht. Oh Gott, dieser Fallschaden ist. Kann ich eigentlich irgendwie aufleveln? Aufleveln? Ja genau, 9 Punkte habe ich. Kann irgendwas machen. Waffen habe ich maximale Slots. Granaten. Ja,
Frage mehr Sprengstoffwurf mehr. Ah, stimmt. Das machen wir mal. Und jetzt hole ich mir ein Messer. Oder halt Munition. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht. Geh nicht im Bliss verloren. Hau ab. Früher ge- ja, ja. Munition. Nur so wenig brauche ich. Ein paar Pfeile. Ein bisschen. Ich könnte dahin. Ich glaube, ich fliege da auch einfach hin. Also. Absprung. Komm zu uns, wir zeigen dir den Weg zu einem neuen Eden. Langweilig deine Sprüche. Aber ich liebe dich trotzdem. Wingsuit. Oh Gott, das schaffe ich leider nicht. Vielleicht wäre der Heli doch besser gewesen. Egal. Oh doch, ich schaff's. Easy. Aber leider schaffe ich nicht, den Lauf zu landen. Das will ich auch gerne meinen Fernglas rausholen. Zerstören. Was für ein Bordgeschütz? What the fuck? Alter, mein Kopf steckt in ihm drin. Hat da sich einer versteckt, oder? Merkwürdig. Erstmal Sniper. Rookie, diese Statue ist ein großer Klumpen Zement. Du brauchst schon schweres Geschütz, um sie kaputt zu kriegen. Ah, oder was Fliegendes mit Bordgeschütz. Du bist nicht blöd, dir fällt schon was ein. Sagen wir 80 Meter? Das war knapp, das war knapp. Easy. Knapp 70 Meter. Ach komm, das sind doch mehr als 70 Meter dahin. Kann mir doch keiner was erzählen. Das ist Zivilist. Wieso steht ein Typ da mit einem... Können wir dir weiterhelfen? Hallo? Jeder, der ins Bliss geht, wird weich in der Birne. Mit deinem Marshall ist es genau dasselbe. Du wirst schon sehen. Okay. Arbeitest du weiter, oder? Deine Augen sind so schön weiß. Der hat den Ultra-Instinkt drauf. Spürst du es? Seine Gnade durchdringt das Land. Geh und sei eins mit dem Vater. Wir bekamen alles, was wir brauchen. Aber einige wenige von uns waren nicht zufrieden. Uns wurde alles gegeben und vieles gut. Wieso taucht sie einfach vor mir auf? Wartet mal, ich wollte mal was ausprobieren. Easy! Alter, er hat eine Schaufel im Rücken stecken. Alter, shit. Plündern. Schaufel! Hilfe! Stirb! Oh Gott! Ich hab's leider nicht gesehen. Oh, das war ein Zivilist. Was steckst du auch in den verdammten Sektenwagen ein, ganz ehrlich, ey. Wahrscheinlich so, als könnte ich wissen, wer Zivilist und so ist. Das wären die so rot oder so, ja. Wisst ihr. Ja, lame. Granatenwerfer, Raketenwerfer.
Wenn viele Leute denken, das ist ein Granatenwerfer. Ich würde da gerne so drauf landen. Gibt's hier ein Heli oder so? Menno. Jetzt habe ich schon die ganze Arbeit gemacht und jetzt komme ich da nicht mal mehr drauf. Tja. Da kann man nichts machen. Auf wen zeigst du da? Oh! Oh Gott! Ich hoffe, die Scheiße trifft mich nicht. Okay. Warte, das will ich sehen. Ich will einen guten Ausblick auf seinen Kopf haben, wenn er explodiert. Oh. Er braucht schon Deckung. Betritt die Statue. Ah. Oh. Erste Hilfe. Hey, ich hab. Ach, Menno. Ganz ehrlich, wieso kennt die sich hier drin so gut aus? Falls irgendjemand auf die dumme Idee kommt, mir zu folgen. Oh. Kann ich noch ein paar herstellen? Es war eine dumme Idee, mir zu folgen, was soll ich sagen? Schießt du, mein Freund? Was sollte ich machen? Weiter nach oben klettern. Ah, Hebel. Die Hölle wartet schon auf dich. Augen nach oben. Da kommen ein paar Helis auf dich zu. Stimmt, ich habe ja noch ein paar. Alles gut. Wo komme ich hier nochmal hoch? Ach komm schon, er ist echt gewichtig. Ach komm, das hättest du nicht in die Sekunde früher machen können. Jetzt aber. Macht er sich über mich lustig? Ach komm schon, ich bin scheiße. Nichts mehr zum Heilen. Das würde ich gerne wieder nehmen. Endlich. Durchs Panzerglas gekommen. Ich kann mich immer noch nicht heilen. Ich hätte gerne ein bisschen Munition. Ich habe hier, glaube ich, alles schon aufgehoben. Reiche die oberste Etage. Um Gottes Willen, wie? Oh, das ist irgendwie. Ah, der weicht echt aus, Alter. Also nicht meine Schuld. Granatwerfer wäre wahrscheinlich praktischer. Ja. Hätte ich was noch nicht kommen sehen. Komm schon, wo seid ihr? 100%ig ist da noch jemand hier. Hebel. Standard. Mäßiges Klettern. Oh. Hier komme ich wahrscheinlich nicht mehr so oft vorbei. Das habe ich vergessen, auch beim Outpost zu machen.
Dass die keine Angst haben, hier drin oder hier rumzustehen. Oder dass sie nicht gestorben sind. Siehst du gerade auf mich? Enttäuscht bin ich von dir. Aber das Klettern ist schon cool hier. Wenn man das nicht so oft macht, das ist es eigentlich okay. Ist es die Originalbibel? Ich habe da nicht genau zugehört. Schade, ich hätte die gerne gelesen. Geklaut. Hier ist noch ein Raketenschuss hinterher. Das ist geil, wenn ich sie jetzt so fliegen sehen würde. Da ist sie! Was hast du getan? Sag mir Worte! Hast du eine Ahnung, was er mir antun wird? Mir doch egal. Ich glaub, da hat's irgendwie erwischt. Das war einfach nur wunderschön. Joseph Seed wird sich in die Hose machen. Und Faith kriegt Hitzeballon. Sie wird sich für das verbrannte Buch und die kaputte Statue verantworten müssen. Super Aktion. Gern geschehen. Wo ist das Gefängnis? Ich glaube in dieser Richtung. Okay, du machst da draußen einen tollen Job, aber Faith kann Ungehorsam nicht leiden. Wir haben erfahren, dass eine bewaffnete Patrouille auf dem Fluss unterwegs ist. Und das klingt auch so, als hätten sie die Auserwählten gerufen. Das Härteste, was die Sekte zu bieten hat. Sei vorsichtig da draußen. Der Freu ich mich schon. Er lässt einen halluzinieren und wenn man ihn zu lange einatmet, tja, dann könnte man so enden wie der Marshall. White House Ende. Alles klar. Bewaffnete Flusskonvoi. Juch, da kann ich doch niemals hinfliegen. 2000 Meter. Das nehmende Gefängnis. Ja, gut. Versuchen wir es. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das könnte weiter dauern. Ich weiß, ja, geil. Das muss man auf der anderen Seite das schaffen. Easy. Aber ich kann unten fliegen und dann den Berg umfliegen, schaffe ich es noch ein bisschen weiter. Aber da kann es auch eine Klippe geben. Ach, ja. Schön. Neuer. Wow. Neuer Auto entdeckt. Jetzt muss ich mal die Reißleine ziehen. Oh Gott! Was zum Teufel ist das? Easy. Bewegt sich auch noch weg. Verzieh dich! Oh Gott. Sind das die Auserwählten oder was? Ich schwör's dir, du kriegst gleich die Rakete in die Fresse. Kann ich den jetzt auch noch rupfen? Das ist easy. Ist sowieso interessant, was da jetzt da drin ist. Habt ihr euch gerade ein Gefecht geliefert? Je mehr Bliss in dir ist, desto mehr verwandelst du dich in einen dieser Angel. Hey! Schnucki! Der Vater wird uns. Ist nur ein Tunnel, oder? Ja, das ist nur ein Tunnel. Ich dachte, es wird irgendwas Cooles. Ist aber nichts Besonderes, oder? Fallen lassen, Arschloch! Wie hast du mich genannt? Oh Gott! Hatte... Assi! Hat mich einfach erschossen. Ohne irgendeinen Grund. Hm, sauber. Abkürzung gefunden. Ja, könnte ich jetzt machen, aber ich... Ich beende den Part an dieser Stelle. Mal gucken, wie lange wird. Sind ursprünglich jetzt 33 Minuten. Wir werden sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Peace out.